geblieben und wollen auch direkt weitermachen. Dazu schreibe ich dann jetzt hier, wenn das das Richtige ist. Genau, das ist das Richtige. Also mache ich da mal das Semikolon weg und schreibe ich da mal ein Else hin und schreibe hier ein Beginn und schreibe hier schon mal Radio Button 3.checked. Ich erkläre gleich, was ich hier mache. So. Da fehlt natürlich ein If hervor. So. Ihr habt zum Glück alle aufgepasst und wusstet es schon direkt. Ha, so ein Glück, aber auch, dass ihr dabei wart. So. Dann schreibe ich hier den Beginn hin. So. Was rechnen wir heute? Oder jetzt? In diesem Moment gerade. Wir rechnen jetzt, wenn wir mal auf Form schauen. Wir rechnen also jetzt von Dezimal in Hexadezimal. Ja, von Dezimal in Hexadezimal. Hexadezimal wäre das mit diesen 6 Buchstaben. 1, 2, 3, 4, 5, mit diesen 6 Buchstaben von A bis F. Und genau das wollen wir dann jetzt auch programmieren. Deswegen switchen wir wieder auf den Quellcode. So. Hier sind wir stehen geblieben. So. Binär Dezimal, da oben steht es. Wir sind aber jetzt hier und ich schreibe hier mal gerade als Kommentar, damit ich mich selbst nicht verwirre. Na, noch einmal bitte. Von Dezimal nach Hexadezimal. Sehr schön. Es ist jetzt ein bisschen nach da gerutscht, aber hey, kein Problem. So. Wir beginnen, habe ich schon geschrieben, und setzen die Zahl gleich 0. Wie gesagt, um einen Standardwert zu erreichen, um halt nicht die Variablen aus dem letzten nochmal zu bekommen. Jetzt bin ich gerade etwas verwirrt und schreibe lieber so. Genau, um halt die Variablen leer zu setzen und keine Fehler zu bekommen. Wie gesagt, probiert es aus, indem ihr das einfach mal weglasst und dann seht ihr ja, was da schief gegangen ist. String to int. Wir müssen es halt wieder umwandeln und zwar aus dem edit1.text. Wir schreiben es in eine Zahlvariable, in den Integer, packen es in die Schublade, deswegen also auch String to int. Ja, aber das habe ich schon oft genug erklärt, warum. So, wir repeaten das wieder, also wiederholen es wieder. So lange bis die Zahl gleich 0 ist. Das kommt euch alles wahrscheinlich sehr bekannt vor, weil das hatten wir denn doch schon mal. Aber jetzt kommt das Lustige, was sich ändert. Wir schreiben, also das ändert sich natürlich nicht hier, das hier. Ich schreibe das auch mal lieber so. Genau. Rest ist, wie wir schon vermutet haben, Zahl mod, weil wir ja nur den Rest haben wollen, deswegen auch die Variable Rest aus 16. Wir nehmen halt die Zahl, die wir haben und teilen sie durch 16 und der Rest, der da rauskommt, den schreiben wir in die Variable Rest. So, und jetzt geht's los mit der Case-Anweisung. Und zwar Case Rest of. So. Das, was wir jetzt machen könnten, was ihr wahrscheinlich am Anfang hättet machen können, wäre das hier gewesen. If Rest gleich, oder ja doch, ist Rest gleich 10, then Beginn Buchstabe ist gleich der Buchstabe A. Und zwar in groß geschrieben. So. Das würdet ihr jetzt schreiben und dann lassen wir das Enter mal stehen und dann machen wir diese Zeile raus. So. So. Wenn es aber nicht 10 ist, dann schreibt ihr else if rest gleich 11 und das macht ihr dann bis 16 durch. So, ich glaube ja nicht, dass das, da habt ihr ja nachher mehr Zeilen stehen, als ich mir hätte vorstellen können. So, Beginn, ich mache das jetzt einfach nochmal so, Buchstabe ist gleich B, so. Das ist jetzt wirklich, nur wirklich viel Schreiberei, zumal es ja wirklich bis F geht und oh, wer hat denn da Bock drauf, ganz ehrlich. Deswegen löschen wir es einfach und schreiben dann halt eine Case-Anweisung. Die Case-Anweisung macht nichts anderes. Sie schreibt halt auch, if rest if rest 10, then Buchstabe, Buchstabe, ist gleich, so, das bleibt uns leider nicht verwehrt, aber so, und Semikolon gemacht, und wir machen einfach das gleiche, 11 und Buchstabe, so, mit B, und das gleiche ist dann die 12. Und sowas geht dann die ganze Zeit weiter. Buchstabe mit B
und ohne V ist gleich, also das ist auf jeden Fall schon weniger zu tippen, als wenn ihr jetzt die ganze Zeit if, then, else schreiben würdet. Deswegen ist die Case-Anweisung auch ganz nett für uns. So, ich bin jetzt so gleich fertig. Und noch eben schnell die 14 hier reingesetzt. Also der Buchstabe. Warum ich das alles in einer Variable schreibe, das seht ihr dann gleich. Man kann es natürlich auch direkt in eine Rechnung packen, aber so muss man nicht die Rechnung noch mit dazu schreiben, sondern kann halt einfach die Rechnung nur einmal ausrechnen. So, und da sind wir auch schon bei der F angelangt. So, natürlich gibt es auch bei der Case-Anweisung, weil wir sind ja trotzdem in einer if sowieso drin, gibt es auch hier ein else, was wir aber ohne end schreiben. Das heißt einfach nur else. So, weil was ist denn, wenn der Buchstabe jetzt, also wenn jetzt halt nicht, wenn der Rest halt nicht 16, nein, wenn der Rest 9 ist oder 8 oder 7 oder 6, was machen wir denn dann? Dann, in diesem Fall, also wenn das alles nicht zutrifft, dann packen wir den Buchstaben einmal umgewandelt, weil so, dann schreiben wir den Rest, der halt übrig bleibt, in die Variable Buchstabe, einfach so. So, alles mit dem End absiegeln hier, das haben wir gemacht und schreiben dann jetzt Ausgabe ist gleich Buchstabe plus Ausgabe. Weil wir sind halt immer noch in dem Repeat drin, bedeutet, das macht er immer wieder, das wiederholt er immer wieder, die ganze Zeit, das wiederholt er, bis halt Zahl 0 ist. So, und damit das passiert, schreiben wir Zahl ist gleich Zahl, div nicht durch 2, wie wir es gerade eben hatten, sondern div 16. Weil wir halt auch hier oben mod 16 gerechnet haben, rechnen wir halt jetzt hier unten, verdammt, rechnen wir halt hier uns jetzt hier unten geteilt durch 16. Gut. Until Zahl 0 gilt, das habe ich gerne so stehen. Und das ist jetzt natürlich noch, jetzt muss man das natürlich alles noch ausgeben. Doppelpunkt gleich, Ausgabe. So. Versiegeln das alles mit einem End, schreiben dann noch ein else darunter. Else Beginn, weil wir jetzt halt. Genau. Und schreiben dann else Beginn, if radio but 4.check. Oh Gott, checkt. Then begin mit der Rückrechnung. Wir rechnen jetzt von Hexadezimal nach Dezimal. Aha. So einfach kann es gehen. Jetzt das gleiche, was wir sonst auch immer gemacht haben. Erstmal die Variablen reinigen oder leer machen oder wie auch immer. Und Standardwerte setzen. So, damit wir halt keine Fehler bekommen. Probiert's aus. Ihr wisst, was ich meine. Ist gleich. Ohne Fragezeichen leer. So. Wertigkeit. Wir brauchen jetzt wieder die Wertigkeit. Und hier setzen wir mal wieder auf 1. So. Und fangen dann an mit der Eingabe. Ist gleich edit 1.text. Einfach weil wir halt schon einen String haben und wir brauchen es von String in zum String nicht umwenden. Nicht umändern. Und schreiben dann für i ist gleich, ja, ihr wisst es doch, length. Das habe ich richtig geschrieben? Ja. Length Eingabe. Also die Länge der Eingabe. Wieder down to, weil wir halt wieder von hinten gehen wollen. 1, du, Beginn, Zahl ist gleich 0. So, wir setzen halt hier einen Standardwert. Oh, bitte nicht. Okay, und schreiben eine Case-Anweisung für die Eingabe i. Ich mache das nicht gerne, was jetzt kommt. So, und zwar schreiben wir jetzt a gleich Zahl ist gleich 10. Also, um es kurz zu sagen, was jetzt passiert. Also, ist die Eingabe i, wenn wir jetzt haben AB 120, na, das ist zu groß, AB 9, so.
Dann haben wir hier das A. Und er guckt halt nach, also in Eingabe I, guckt jetzt nach, das ist jetzt das A. Und guckt er hier, A, was ist denn A? Okay, wenn A, wenn ich halt ein A habe, dann ist Zahl 10 groß, oder ich packe halt in die Variable Zahl die 10 rein. Aber das ist jetzt halt ganz wichtig, dass wir das machen, weil wir halt nachher damit wieder zurückrechnen müssen. So, das ist jetzt die 11 und das kann jetzt die ganze Zeit so weitergehen. So, Zahl gleich 12 und na, D. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, es geht trotzdem schneller, als hätte ich es jetzt mit if abgeschrieben. Das wäre nämlich ziemlich heikel gewesen. E kommt dann danach und dann das hier, nein, doch das da und dann Zahl. So, es geht schon los. Das F. Aha. So. Okay, und das war's ja schon. Das war's leider noch nicht, weil wir müssen halt jetzt noch die anderen Zahlen einlesen. Oder wir machen es halt anders und schreiben, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ha, deswegen müssen wir es jetzt also einfach mal so probieren. Eingabe I ist gleich String to int. Hast du irgendwo schon gemacht? Nein, haben wir nicht. String to int Zahl. So. Ganz zum Ende, ganz zum Schluss, wenn wir es beendet hatten, da haben wir es beendet. Schreiben wir halt die Rechnung. Zahl ist gleich Wertigkeit mal die Zahl. Um halt die Wertigkeit zu benutzen. Und Ausgabe 1 ist gleich Zahl plus Ausgabe 1. So, das ist jetzt halt die Rechnung, die wir halt schreiben. Da schreiben wir halt rein. Die Zahl. Wir haben jetzt zum Beispiel gesagt, hier das A. So, das A haben wir in eine Variable gepackt, in das Variable Zahl. Und da steht jetzt 10 drin. Das bedeutet, hier steht jetzt 10 drin. 10 plus 0, weil wir hier oben halt die 0 gesetzt haben, ist Ausgabe 1 gleich 10. Wenn wir im zweiten Schritt gehen, dann haben wir jetzt das B hier stehen. B ist 11. So, wenn wir jetzt das hier eintragen, dann haben wir halt 10. Plus 11 und kommen dann hier halt auf 21 raus. Natürlich habe ich jetzt noch vergessen, die Wertigkeit dazu zu rechnen, aber das macht der Rechner ja gleich für uns. Aber halt nur, damit ihr das Prinzip von dieser Zeile hier versteht. So, weil das ist ja für manche schon eine Schwierigkeit. So, und jetzt halt noch die Wertigkeit. Wertigkeit ist gleich, nein, ich mache sie lieber zusammen, ist gleich Wertigkeit Wertigkeit mal 16. So, um halt die Wertigkeit wieder hochzusetzen, wie wir das ja, warum wir das machen, ist halt schon im Binär erklärt, warum. So. Und das Wichtigste natürlich ist, dass wir das nicht vergessen dürfen, auszugeben. Also schreiben wir das in edit2.text. Ist gleich. Wir müssen das jetzt noch umwandeln. So. Ausgabe 1. Gucken wir uns das gesamte Ergebnis doch einfach mal an. Indem wir erstmal die führende Anwendung schließen. Und mal starten. Das kann jetzt einen Moment dauern. Und hoffentlich haben wir keine Fehler. Wir haben Fehler. Ach ja, natürlich. Ich, wie gesagt, ne, wie war es mit den Kommentaren und so? Das sollte ich ja. Also, das war ja schon im letzten Video so eine Sache. Joa. Das sieht nicht gut aus. Okay. Okay. Das scheint nicht zu funktionieren. String to int vom String, den wir haben, in Integer. Ja. Finde ich gut. Ja, das Problem ist halt einfach auch, dass da halt Buchstaben hätten drinstehen können. Also löschen wir die Zeile einfach raus. So.
Und ihr seht mich dann gleich wieder, wenn ich das dann vervollständigt hab. Der erniedrigste Job ist wohl, hier jetzt die ganzen Zahlen einzusetzen, das, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe halt noch von 1 bis 9, weil hier halt die 10 wieder beginnt, habe ich jetzt halt noch das gleiche gemacht. Das Problem ist halt einfach, da wir halt gesagt haben, Eingabe i, glaubt er, dass jetzt, wenn da eine Zahl drin steht, dass es Text ist. Er glaubt halt, 3 ist ein Text, 4 ist ein Text, 5 ist ein Text. Er kennt es halt nicht als Zahl. Deswegen müssen wir halt so umständlich werden und das halt noch mit dahin schreiben. Halt einfach wie so eine Art nochmal übersetzen. So. Wenn wir es jetzt ausführen, sollten hoffentlich keine Probleme mehr kommen. Ich hoffe es. Komm schon. Wird grün. Und schaut gut aus. Ja, so. Sehr gut. Dann zeige ich euch noch eben, was wir jetzt fabriziert haben und ob das geklappt hat, was wir da gemacht haben. Und zwar in einer großen Aufsicht. Großansicht. Sobald das hier mal. Okay. Warten wir kurz einen Moment, bis es gefangen hat. So, hallo, zurück. Wir haben jetzt Dezimal und Hexadezimal gerechnet. Ich kann es, ja, genau. So, Dezimal, wir geben eine Dezimalzahl ein. Die 120. Rechnen das aus. Oh. Es passiert nichts. Vielleicht anders. Ich gebe mal hier AB ein. AB 120 ist ein bisschen groß. Vielleicht AB 9. So, das wird ja schon mal angezeigt. Ich kopiere mir das Ergebnis mal gerade. Füge das hier ein. Drücke mal auf Dezimal. Und, da steht's. Es scheint nicht ganz richtig zu sein. Gut. Begeben wir uns an die Fehlerbehebung. So, einmal schließen. Ja, schon gerne. So, gehen zurück zum Quellcode. So, und schauen uns das mal an, was wir hier denn überhaupt gemacht haben. So, das war ja bei dem ersten gewesen von Dezimal. Deswegen habe ich auch die Kommentare geschrieben. Das ist halt etwas übersichtlicher. So. Von Dezimal in Hexadezimal. So. Ich kontrolliere das mal gerade mit meinem Blatt, was ich hier vor mir liegen habe. Dezimal. Da haben wir die Zahl. Die haben wir 0 gesetzt, die Ausgabe. So. Genau. Und dann haben wir die Zahl eingelesen. String to int. Auch nicht verdreht. Edit 1.text. Das ist richtig. Repeat. So, ich habe ja. Ich kann mir vorstellen, was ich gemacht habe. Oder? Nein, doch nicht. Nein, doch nicht. Ja, da liegt unser Fehler. Wir haben die if-Anweisung noch drin stehen gehabt. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Ich starte das einfach mal und zeige euch dann mal. So. Das ist halt so, wie ich halt jetzt komplett die ganze Zeit arbeite. So, und jetzt möchte ich noch gerade die Form zeigen. Die jetzt auch hoffentlich irgendwann fertig sein soll. Nein, nicht. Dauert noch einen Moment. So, und da ist die Form auch. So. Wenn wir das Ergebnis nochmal hier eintragen. Oh, bitte. Funktioniere. So. Und das dann in Dezimal da so. Haben wir AB9 raus. Um es jetzt einfach nochmal zu testen. Ich kopiere das. Füge AB9 hier. Großbuchstaben nicht vergessen. Laurenz, du weißt, was ich meine. Packen das dann hier so und rechnen es aus und kommen auf dieses Ergebnis. Von daher. Alles richtig gemacht. So, Duodezimal habe ich mich gerade eben spontan dazu entschlossen, das nicht zu erklären, weil das einfach das gleiche ist, was wir mit Hexadezimal gemacht haben. Nur die Änderung, die ich euch da zeigen möchte, ist es halt dann nicht mehr mit 16 gerechnet, sondern halt noch mit 2. Bedeutet halt einfach, wir brauchen. Das hier, das brauchen wir zum Beispiel gar nicht mehr. C, D, E und F, das brauchen wir gar nicht mehr. Das können wir wegstreichen, dass wir nur A und B haben. Dann rechnen wir hier auch nicht Mod 16, sondern Mod 2. Bei Division natürlich genau das gleiche. Und kommen halt auf genau das gleiche Ergebnis bei raus. Ist halt nicht wirklich kompliziert, der Duodezimalrechner. Deswegen mache ich den auch nicht. Aber das ist halt wirklich so das gleiche. Nur halt, dass wir dann nicht mal 16 oder geteilt durch 16 rechnet, sondern halt nur noch geteilt durch 2. So, das war's. Ich hoffe, dass es bei der Arbeit irgendwas nützen wird oder jetzt beim Lernen oder sowas. Und ich hoffe wirklich, dass euch das was bringt. Dass ich das jetzt hier nicht umsonst gemacht habe. Und dann wünsche ich euch alle viel Glück für morgen. Macht's gut.